Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Shakes and Fidget. Wir befinden uns am fünften Tag von EU5 und ihr seht es unten gerade schon eingeblendet. Hier die Medusa der Sümpfe hat eine knapp 3% Chance. So, wir gehen da rein. Dann sind wir Level 70. Dann bekommen wir den Key hier und ich habe schon geschaut, der nächste liegt bei 100% und ich glaube, wir sind gerade eh in dem Bereich, wo jeder Dungeon ein bisschen über ein Level abgibt. Das ist sehr interessant jetzt, hat, denn der nächste ist auf 25%, der nächste ist auf, boah, was waren das, vielleicht 10 oder so Prozent, das können wir auch gleich nochmal nachschauen. Die Pets sollten heute auf jeden Fall am fünften Tag drin sein. Also das wäre jetzt langsam auch sehr, sehr wichtig. Mittlerweile haben nämlich, wir befinden uns gerade am fünften Tag um 1.11 Uhr, also in der Nacht. Das heißt, der Tag ist frisch angebrochen. Das haben schon ein paar Leute die Pets, ne? Und um hier im Wettbewerb nicht allzu weit abgeschlagen zu werden, sollten wir da echt langsam mal reingehen, ne? So, deswegen Abfahrt zur Medusa der Sümpfe. Wait a minute. Nee, machen wir nicht. Ich habe euch ein bisschen was vorenthalten. Wir schauen uns erstmal die ganzen Dungeons an, die gelegt wurden. Ich habe die teilweise selbst gar nicht gesehen. Grüner Rex, da waren wir noch Stufe 60. Also das war, ich habe die so Tag 4, so über den Tag mit ein bisschen Push in Form von halt Reroll beim Waffenladen gelegt. Also ihr seht zum Beispiel, hier habe ich auch noch gerade die Epic-Waffe an vom letzten Mal. Wo ich meinte, ja, perfekt, Digga. Ja, Alter. Wo ich meinte, Game Changer und so. Ich glaube, der war tatsächlich ein bisschen knifflig an der Stelle. Ja, ich habe echt einfach den ganzen Tisch jetzt zugesaugt mit Kaffee. Wunderbar. Gab es ein Epic, haben wir nicht viel mit anfangen können, denn er hatte halt auch einfach keinen Schockel, ne? Pirat Blutnase, habe ich da schon geswitcht? Ne, habe ich noch nicht geswitcht gehabt. Ich glaube, der war auch ein bisschen knifflig. Also allgemein, so das Level, das ist es nicht ganz. Aber ich wirklich so jetzt kurz vor der 70 hier an der Stelle, da geht schon jetzt, glaube ich, 5, 6, 7 Level sollten da in einem Aufwasch gehen. Kommt natürlich jetzt auch ein bisschen drauf an, ob man vielleicht das ein oder andere Epic mit Sockel aus dem Dungeon ziehen kann. Das würde die Chancen für den nächsten Dungeon dann wiederum immer sehr stark erhöhen. Wäre ganz gut, ne? So, hier nochmal ein Powerblock und dann sehr, sehr knapp hier überlebt. Den haben wir aber auch geschafft. Echsenbanit. Ich kämpfe immer noch mit der Waffe. Alter, wann hab ich den taktischen gemacht? Weil irgendwann ist es wirklich so, Epic-Waffe schön und gut. Die hat ja einen ordentlichen Boost, was die Attribute an sich angeht. Aber wenn man dann irgendwie noch einen Dungeon legen möchte, dann hilft es manchmal tatsächlich auch einfach eine normale Waffe, die einen höheren Durchschnittsschaden hat. Jetzt hat, ja, hier war es dann. Einfach eine Waffe mit einem höheren Durchschnittsschaden zu nehmen. Die ist dann nicht mehr epic, schaut ja nicht mehr so geil aus, schaut auch irgendwie erstmal nach einem Downgrade aus. Aber in Kombination der hier mit dem SF-Tool, also dem Dungeon-Simulator, sieht man dann, es ist ein Upgrade. Die 14 Durchschnittsschaden oder sowas können dann teilweise echt noch einiges reißen. Hier Drago oder Sümpfe, ich habe die jetzt halt vor kurzem erst gelegt. Also ich glaube, das war sogar vor ein paar Minütchen auf der Couch noch am Handy. Ich dachte eigentlich nicht, dass ich jetzt überhaupt in den State komme, dass ich sage, okay, ich komme Level 69 und bin dann so kurz vorm nächsten Key. Also so oder so werden wir ihn, auch wenn es die Medusa nicht fallen sollte, was ich aber nicht glaube, bekommen. Denn ich habe auch noch ziemlich viel Alu übrig, also ich glaube so 200, ein bisschen über 200, der Block war auch noch ganz wichtig an der Stelle. Und der Seeräuberhauptmann, ne? Der gibt dir immer zu 100% einen Epic. Der stand, glaube ich, bei 1,6% waren das oder so. Man sieht, ich habe dann nochmal die Waffe gewechselt, da musste ich ein bisschen blättern, die hat nochmal plus 14 Durchschnittsschaden geboostet gehabt. Dies ist auch die Waffe, die ich aktuell noch ausgerüstet habe. Hier gab es einen schönen Schild, so, das ist die Waffe hier, ne? Ja, hier gab es ein Schild. Original das gleiche wie letztes Mal, bloß halt mit 18 Stats mehr. Ja, jetzt, so können wir zu Medusa gehen. Ja, und die hat gut gefressen für ihre 3%. Was ist denn jetzt hier los? Die hat sehr gut gefressen. Also, wir sind Stufe 70. Der ist schwierig. Ich kann ihn mal kurz hier reinknallen, simulieren. 0,1, da brauchen wir nicht viel probieren, ne? Da brauchen wir echt nicht viel probieren. Juckt uns aber auch gar nicht, denn wir möchten jetzt den Dungeon Key endlich für der kranke Baum, also für den Dungeon ab Level 70 erhalten. Ja, der ging schnell. Zweimal gerollt. Zweimal, Alter. Boah, ich glaube, die nehme ich jetzt auch mal mit. Es ist, ey, wirklich, es ist krebsig am Anfang. So, flupp, haben wir. Was gibt's hier? Okay,
Weil das ist ein bisschen alt, aber vielleicht bekommen wir da jetzt auch was Gescheites raus. Wir sind 70,5. Kommt, die Pets müssen, wirklich, die müssen jetzt langsam mal kommen. Ich zeig's euch trotzdem an, auch wenn ich jetzt schon die Prozente gesagt habe. Verseuchter Baum, 92. Überlegt mal, wir kämpfen gerade hier gegen 120er. Ja, brauchen wir nicht drüber reden, ne? Also der ist First Try. Wenn der nicht First Try ist, dann flippe ich aber. Ich weiß nicht, wenn wir uns die Kämpfe anschauen, wir sind 71, so, ich kann die mal durchlaufen lassen, nebenher. Das wäre ja noch die Medusa, stimmt. Stimmt, wie habe ich es jetzt eigentlich letzten... Nee, warte mal. Nee, da macht mal zwei keinen Sinn. Weil die haut ja ordentlichen Schaden raus. Okay, da haben wir kritten müssen. Oder haben wir nicht gekrittet? Sie hat sogar am Anfang gekrittet. Mhm. Also da wäre noch einiges offen gewesen, ne? Sie hat einen Crit reingedrückt, wir haben mal nicht gekrittet. Und der verseuchte Baum, ja, okay, also den... Ich denke, da zeichnet sich schon relativ früh ab, in welche Richtung das Ganze geht. So, der... Ja, er ist jetzt halt schon Half-Life, während wir halt noch 75% plus Leben haben. Gut, da kann ich schon mal die Chancen für den nächsten reinhauen, während der Kampf abläuft. Dann sind wir nämlich bei 34%. Eigentlich sogar noch mehr, weil wir haben ja hier Level 71, deswegen sind wir sogar bei 37%. Das ist... Umgerechnet drei Pilze spätestens, dann sollte der fallen. Dann können wir uns auch mal an der Stelle einfach anschauen. Vielleicht wird es ja sogar ein First Try. Okay, das ist ein Geschickgegner. Die sind ja an sich jetzt schon ein bisschen stronger gegen den Krieger. Einfach wegen der Dodge-Möglichkeit. Ja, da sehen wir es, da sehen wir es. Er dodgt, er dodgt. Hallo, komm, komm, mach einfach. Mach hin, wirklich. Schaut es euch an. Ja, da gegen Ende halt einfach irgendwie drei, viermal dodgen. Das vertragen die Krieger nicht so. Ne? Das vertragen die nicht so. Der gibt an der Stelle aber auch 600.000 Erfahrungspunkte. Das hilft ja nicht mal fürs Level Up. Nee. Ach, das hilft nicht für... Oh mein Gott, das könnte nochmal spannend werden. Ob wir wirklich die Stufe 45... wo war ich jetzt gerade? Wo war ich jetzt gerade im Kopf? Ob wir wirklich die Stufe 75 natürlich erreichen. Tollwütiger Wolf. Simulieren. Ja, okay, der hat... Er ist ein Magier, okay. Der hat eine deutlich höhere Chance nochmal. 71, also damit geben wir auf jeden Fall Level ab, aber so ein ganzes Level geben die auch nicht. Ne? Wir brauchen hier, ihr seht es glaube ich nicht ganz, nee. Wir brauchen halt knapp 1 Million und der gibt jetzt halt hier einfach 750.000. Ich dachte tatsächlich, die geben ein bisschen mehr. Okay. Ja, wobei brauchen wir auch nicht. Das sind schnelle Kämpfe gegen die Magier. Das ist halt entweder man krittet oder man krittet halt nicht. So, tschüss. Da gehen die Lichter aus. 72,5. Mittlerweile Schleimblob. Der ist Stufe 106. Wie gesagt, wir haben hier 122er vor uns liegen. Schleimblob hat eine Chance von knappen 10%. Wobei, da kann ich den Skipperino machen. Mhm. Mhm, mhm. So. 800.000. Wir sind Stufe 73. Nicht 1,5. Jetzt wird es, glaube ich... Fehlen nicht. Ja, 0,33. Ich gebe mal alles genau ein. Okay, ich habe jetzt alles genau eingetragen, also halt auch das richtige Level. Der Drache des Gifts. Ja, ganz kurz. Hier, ja, der Kollege hier. Wirklich 0,01. Also der ist bitterböse. Das heißt, wirklich ist der Gremlin, auch wenn es ein Kundschafter ist, einfach die bessere Wahl mit 0,4. Aber es ist keine Wahl für mich. ich kann mal kurz gucken, ob wir vielleicht einen höheren Durchschnittsschaden mittlerweile wieder bekommen. Lol. Da gibt's einfach mal epische Schuhe. Und jetzt ganz, ganz wichtig an der Stelle, ganz wichtig, die machen 150 Rüstung hoch. Das ist der springende Punkt an der Stelle. Zock, nehmen wir uns auf jeden Fall mit. Dann hau ich da mal gleich den Edelstein einfach rein. Eine Waffe wäre es noch. Also hier hätten wir schon plus 8, plus 2. Naja, wir gucken mal ein bisschen weiter. Ja, doch, die würde auf jeden Fall helfen. Also was ich jetzt noch in der Zwischenzeit gemacht habe, ich bin auf Stufe 74 mit der Abenteuerlust. Erstens, dass man die Chancen halt ein bisschen erhöht, um halt den Dungeon zu legen, einfach nur wegen dem Level. Das, ne, Level spielt ja bei der Lebensenergie eine Rolle. Und, dass man halt noch bessere Waffen rollt, wie zum Beispiel die hier. Ich trage die mal ein. Ja, so... So ungefähr 1,2%, 1,4 sogar mal ganz kurz. Ja, die packen wir uns, glaube ich, hier. Zack, zack, ja. Und wir hatten hier einen 125er Stein drin. Ah, da habe ich gerade keinen zur Hand. Ich kann mal kurz gucken. Boah, da gab es einfach einen dicken.
Mit 127. Okay. Bam, 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 bam. Rein damit. Ich kann noch mal kurz ein bisschen... Ich will einfach nur die Werte drin haben, so dass ich es halt besser sehe, mit was ich da reingehe. Wir sind jetzt bei... Ja, okay, 1,4. Ja gut, die paar Stärkepunkte haben jetzt da nichts geändert. Wir gehen rein. Ich hoffe, das Beste. Damit sollten wir auf jeden Fall mit 1,2 Millionen, ja, Level Up aufsteigen. Dreimal getried. Was? Lächerlich. Wir sind Stufe 75. Wir sind Stufe 75 und dann? Achso, oh, okay. Boah, 600 Rüstung obendrauf. Der hat halt keinen Stein, keinen Edelsteinsockel, aber 600 Rüstung. Wir kommen direkt von 38 auf 47 Schadensreduktion. Es könnte sogar sein, dass der Gegenstand besser ist, obwohl er keinen Sockel hat. Darüber müssen wir uns aber erstmal keine Gedanken machen, denn wo gibt's jetzt halt hier das Petnest? Wo gibt's das? Okay, ich dachte, jetzt ploppt schon was auf, aber ich glaube, wir müssen es erst wirklich finden. Okay, ich habe gerade die Quest mit Handy gemacht. Na, ja, ich habe halt, ich sehe jetzt nicht, 37 Treibsanduhren. Ja, deswegen kann man da halt mit der Werbung schön skippen. Ich will gerade zumindest die Treibsanduhren verwenden, bis halt das Event ist oder bis ich sie unbedingt mal nutzen muss, weil ich sonst anderweitig keine Zeit habe, um Werbung zu schauen. Wir gucken rein. Wir hoffen auch einfach mal, dass gute Pets bei rumgekommen sind und... Willkommen! Nach dir hat gar keiner gefragt. Pets. Also, sammle, füttere und trainiere deine Pets, um ein Meister der Pets zu werden. Schau dir direkt deine 5 neuen Starter-Pokémon, Pets natürlich an. Ihr wisst, ne? Von nun an kannst du auf den Stall klicken und zu den Pets gelangen. Gut. Das ist, glaube ich, der Beste, den man sich am Anfang ziehen kann. Tierfreund. Ah, sehr schön. Das ist, glaube ich, der Beste, den man sich am Anfang ziehen kann. Licht. Ich glaube, das ist auch an der Stelle die Beste, die man sich ziehen kann. Da nicht. Kann dir tagsüber in der Region Erogenion begegnen. Die brauchen wir. Feuer? Bräuchten wir ihn hier? Nachts. Das ist ja perfekt. Das ist ja gerade. Ne? Nachts haben wir gerade. Insel Scarpa. Holen wir uns. Wasser? Ah, nachts. Immer Nachtwald. Holen wir uns auch. Zunächst wird aber mal kurz geguckt, was hier geht. Schatten haben wir. Die geben ja auch Erfahrungspunkte, ne? So, ich kann mal ganz kurz den hier ausblenden, dann stört es vielleicht auch nicht so. Wir gehen rein, sollte easy Nummer werden. Wir brauchen gerade 700.000 Erfahrungspunkte, um Level aufzusteigen. Die ersten sind ja einfach free. Ne? Die ersten sind einfach komplett free. Da müssen wir uns gar keine Gedanken machen. Aber so einen kleinen Level-Push gibt es da auf jeden Fall nochmal. So, 230.000 XP, den können wir auf jeden Fall leveln. Der wird wahrscheinlich zu schwer sein, oder? Boah. Ich glaube, der ist recht schwer. Mit noch einem Level könnten wir ihn auf jeden Fall ziemlich chillig machen. Licht. Zack, zack. Wir überspringen das Ganze. Wir kennen die Petkämpfe. 230.000 Erfahrungspunkte. Der nächste ist ein Level Up. So. Ich mache den trotzdem. Also wir füttern natürlich den hier nicht, aber wir holen uns auf jeden Fall die Erfahrungspunkte ab. Feuer. Dich füttern wir auch nicht. Wir holen uns aber die Erfahrungspunkte ab. Damit sind wir Stufe 76. Wasser. Dich füttern wir natürlich auch nicht. Wir holen uns aber die Erfahrungspunkte ab. Also, ich gehe mal kurz in die Quests rein. Einmal bitte den Immernachtwald und einmal bitte Insel Scarpa. Ja, war natürlich jetzt ein anderes Pet. Wunderbar. Gammelforst. Ich kann auch sonst mal schauen. Tagsüber? Nee, was können wir denn noch bekommen? Merwin? Naja, nee, also Merwin würde noch gehen. Och, das tut halt weh. Also da kann ich eigentlich die Insel Scarpa nicht annehmen. Mit 5 Minuten 30.000. Wenn wir hier für 10 Minuten 184.000 XP bekommen. Hier haben wir ihn. Immernachtwald. Den skippe ich im Video, weil hier bekommen wir das Pet. Bestimmt. Ja. Sehr schön. Das ist der Wichtige. Das ist der Wichtige. Dich fütter ich. Joa, der ist jetzt bitter. Das sind die letzten 2,5 Alu. Die Gebiete kamen heute wohl nicht mehr. Okay. Nevermind, wir können trotzdem noch ein bisschen weiter pushen. Und zwar mit ihm hier sollten wir ihn hier packen. Oh, knappes Ding. Sehr schön. So, Stufe 77. Hier geht nichts. Wir haben auch keine Früchte. Hier geht leider auch nichts, weil wir nicht füttern können. Ebenso. Und ja, der wird nicht drinnen sein. Wir haben aber heute Wasser als Enemy. Mit ganz viel Glück könnten wir vielleicht sogar ihn hier... Warte mal, hä? Ah, stimmt. Stufe 4, okay. Mit ganz viel Glück,
Natzen wir ihn jetzt hat? Haben wir genatzt, okay, sehr schön. Dann geben wir ihm hier die Pflaume, so, ja. Und können dann noch den nächsten clearen. 250.000 Erfahrungspunkte gibt es hier. Dann können wir auch gleich nochmal füttern. Sehr schön, wir sind Stufe 77. Ich kann mal gucken, was das Ganze jetzt hier macht. Ja, also tatsächlich ist mir das ein bisschen zu blöd, bei 0,23% jetzt halt hier in den Dungeon reinzugehen. Das ist zumindest hier der Drache des Gifts. Ich denke, beim infizierten Braunbär wird es nicht gerade besser ausschauen. Ich kann ihn mal reinhauen. Wunderbar, 0,13 an der Stelle. Deswegen würde ich sagen, für heute war es das. Ich bin eigentlich auch echt zufrieden. So, wir haben die Pets freigeschalten. Das war schon jetzt wichtig. Jetzt schön über den Tag hinweg so ein bisschen Kämpfe machen, auch wenn es hier wahrscheinlich eher schlecht ausschauen wird, weil wir halt ein bisschen unlucky sind, was jetzt halt hier die Pets bekommen angeht. Aber egal, war wichtig, das Feature jetzt freizuschalten. So, wir sind hier auf Platz 276. Also es haben auch gerade noch keine 300 Leute die Pets freigeschalten. Ist okay, denke ich so. Ich wäre auch schneller gegangen, aber wir haben den Krieger-Aspekt halt mit drin. Dafür würde ich sagen, passt die ganze Nummer. Wir können noch mal kurz auf Rang einschauen, wenn ich darf. Darf ich natürlich nicht. 2, nö, will er auch nicht. Will er die 6 machen? Nee, will er auch nicht. Will er die 5 machen? Nee, will er auch nicht. Will er die 1 nochmal machen? Nee. Danke. 235 ist gerade Peak. Ist das richtig? Zwei Leute sind 235. Ja, also wir sehen die Levels hier oben, die sind auf jeden Fall im guten dreistelligen Bereich. Hier, also halt, ne, halt gut über 100 und teils auch ein bisschen über 200 schon. Wir zünden da ein bisschen nach. Aber ich muss mich natürlich mit meinesgleichen vergleichen. 125 ist der höchste Krieger. So, dann, ja, sind ja eigentlich auch nur um die 50 Level. Alles klar. Verstehe. Der nächste wäre 120. Okay, es geht schon einiges. Es geht schon einiges. Ah. Unterwelt wurde jetzt auch von 28 Leuten gerade freigeschalten. Das ist auch heftig. Das heißt, die müssen ja mindestens Stufe 105 haben. Mindestens auch hier die Edelsteinmine Stufe 10 haben. Ich weiß gar nicht, ob sonst noch irgendwelche Sachen benötigt sind. Aber ich glaube, Edelsteinmine 10 und Stufe 105 ist der Weg to go. Naja, wie auch immer. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wir sehen uns einfach beim nächsten Video. Bis dann, Freunde. Macht's gut.